Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um das Thema Nell, dem Wasserstoffriesen, den ich mal vor letztes Jahr gekauft habe. Und es ist viel passiert seitdem. Und diese Neuigkeiten will ich natürlich teilen, weil ich bin von diesem Unternehmen sehr begeistert. Und ich fange einfach mal ganz schnell an. Weniger reden, mehr Fakten. Im Januar, ich habe mir einen Zettel vorbereitet, wundert euch nicht, dass ich ein bisschen hier ablesen werde. Es ist doch schon ein bisschen viel passiert rund um diesem Unternehmen. Und zwar Alstom hat einen Zug entwickelt namens Coradia Island und Nell hilft dabei. Das ist ein Zug, der mit Wasserstoff angetrieben wird, also super umweltfreundlich, keine Schadstoffe. Genau, und Nell ist dabei in einem H2-Konsortium gelandet und hilft da. Und dieser Zug hat eine ganze Tour geführt durch ganz Deutschland und hat das Ganze eben gezeigt und präsentiert, wann, wie, wo es überhaupt mal startet. Habe ich jetzt nichts gefunden. Sei dabei, bleibt dabei, denn Nell hat einen Fuß gefasst und das ist super. Im Januar ist da recht gar nicht mehr so viel passiert. Weiter geht's nämlich im Februar. Im Februar hat Nell einen Großauftrag von der Firma Equilon Enterprises bekommen. Das ist eine Tochter von Shell. Und wir wissen, Nell und Shell, es reimt sich, haben eh schon dicke Dinge am Laufen. Und jetzt eben noch eine Tochterfirma. Und zwar sollen sie Tankstellen für Schwertransporter liefern im Wert von, 6 Millionen Dollar. Das ist schon recht viel für so eine mittelständigen Unternehmen. Dazu im Februar ist noch die Schweiz gekommen. Und zwar ein Auftrag für die H2 Energy oder H2 Energy. Und zwar für den Hydro Spider AG. Na, kennen wir alle. Und zwar im Gesamtwert von 3 Millionen Euro Dollar. Der April hat dann auch wieder zugeschlagen, also letzten Monat. Und da ist recht viel passiert, denn Equilon Enterprises, wir erinnern uns, die Tochterfirma von Royal Dutch Shell, hat 2 weitere Tankstellen bestellt. Scheinbar läuft das da richtig gut. Man braucht also sehr viele Tankstellen. Nikola World war auch im April, das war ein riesen Event rum um das Wasserstoff LKW. Jetzt habe ich fast das Wort vergessen. Und leider gab es nicht viele Informationen, ob Nikola World da weiter mit Nell kooperiert. Fakt bleibt aber, dass viele Zuschauer, viele Unternehmen auf dieser Messe Nell gesehen haben. Und das ist auch schon recht viel. Sehen und gesehen werden, das kennen nicht nur die Celebrities. Nein, auch bei den Unternehmen spielt das selbstverständlich eine wichtige Rolle. Und wer weiß, was da für neue Kooperationen entstehen können. Also es wird ganz spannend. Ebenfalls in April ist auch Schweden mit einem Joint Venture Hybrid Development, eine Eisen- und Stahlproduktion in Kooperation getreten. Viel ist dabei auch nicht zum Vorschein gekommen, zumindest nicht was den Marktwert angeht oder was sie genau da liefern für diese Eisen- und Stahlproduktion. Fakt ist aber, dass diese Hybrid Development Joint Venture zu Vattenfall gehören und Vattenfall ist ja schon ein Name. Weiter geht's mit Mai. Der Mai, also dieser Monat, da ist auch recht viel passiert. Und zwar in Südkorea, ganze 6 weitere Tankstellen hat Südkorea da bestellt, im Wert von 8 Millionen. Wie wir wissen, oder die sich mit diesem Thema ein bisschen beschäftigen, Südkorea ist eine der krassesten Länder weltweit, die mit Wasserstoff experimentieren. Sie wollen ja die ganzen Olympischen Spiele da, die ganzen Busse ausrüsten und dafür brauchen sie Tankstellen. Die Regierung ballert da regelrecht die Unternehmen voll, damit sie eben umweltfreundlicher werden. Das ist super, da könnten wir uns eigentlich als Deutsche auch mal eine Scheibe abschneiden. Aber es ist nicht nur Kanada, Schweden oder Südkorea, die Nell wollen. Nein, auch London will etwas mit Nell zu tun haben. Und zwar eine Tankstelle im Wert von 2,5 Millionen Euro. Dollar, was will ich denn immer mit den Euro? Das ist doch super. Auch Europa wird also ein bisschen damit rumexperimentieren. Ebenfalls soll eine Firma HTEC oder Hydrogen Technology and Energy Corporation eine Tankstelle geliefert werden. Ja, ein Wert ist nicht angegeben worden, habe ich leider auch nicht gefunden.
Summa summarum, die fast 6 Monate jetzt, also bis Ende Mai, die waren rappelvoll und das sieht man auch am Kurs von Nell, denn er hat kurzzeitig mal sogar die 1-Euro-Marke geknackt, dann ist er wieder natürlich abgestürzt und jetzt pendeln wir uns bei 95, 96 Cent, das ist, glaube ich, 160% bin ich mittlerweile im Plus. Das ist schon eine Hausnummer. Und ich denke, diese Firma, die wird noch vieles in der Zukunft uns zeigen. Wichtig dabei ist, dass Nell die 1 Milliarde Euro Marktkapitalisierung gebrochen hat. Was das bedeutet, ist natürlich für so ein kleines, also hier mittelständiges kleines Unternehmen schon recht krass, weil 1 Milliarde Marktkapitalisierung und dann, ja, ihr habt es ja gerade selbst gemerkt, das liefert damals 2 Tankstellen, dort mal 3 Tankstellen in Millionenhöhe. Und das muss man schon sich ein bisschen auf die Zunge zergehen. Und ich habe noch ein paar Unternehmen rausgefischt, die entweder unter 1 Milliarde Marktkapitalisierung sind oder ja, so 1,1, 1,2 Milliarden. Und jetzt haltet euch fest, da sind in meinen Augen relativ bekannte Unternehmen und das muss man in Relation zu Nell stellen. Fitbit, Pioneer, Cineplex, Ixtron, Weight Watchers, TomTom, Navatis, GoPro und Tupperware. Und dann Nell. Das sind schon Namen und dann kommt halt so ein kleiner Wasserstoffexperte. Ich bin da begeistert davon. Ich finde es auch sehr cool. Aber andererseits natürlich auch skeptisch, weil wo krasse Gewinne natürlich steigen, da muss auch natürlich irgendwann die Gewinnmitnahmen erfolgen von den Menschen, die keinen Bock auf dieses Unternehmen haben, sondern nur das reine Geld sehen. Ich bin gespannt. Falls ihr ebenfalls investiert seid, was denkt ihr? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Folgt mir überall, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. Kanal abonnieren, Vorschläge liefern und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao.